15WG ist es natürlich Tradition, nicht alleine zu sein. Heute haben wir mit am Start den Delfino. Hallo. Den Weltgeist. Hallo. Und den Isegrim. Dö. Der wieder gegen seinen Willen hier ist, aber das ist uns egal. Richtig. So, Sekunde, ich muss den Sound hier noch ein bisschen runterpiegeln. Ja, er ist nur da, um mir neue Werkzeuge zu machen. Ah, der Werkzeugmann. Richtig. Ja. Erster Werkzeugmann. Ja, das kann ich machen. So, was mache ich hier eigentlich? Ah, okay. Was braucht? Ich glaube, wir brauchen Essen. Habt ihr nicht das letzte Mal ewig viel gejagt? Eigentlich ja, und wir haben noch eine Menge. Kann da erster Grund sein, warum das Feuer noch brennt? Output, da ist ein Arsch voll Essen drinnen. Der Fino? Ja. Gut. Ja. In den Kisten oben drin ist noch Werkzeug. Funktionierendes? Ja, natürlich. Muss ich schauen, weil in der einen Kiste, über der Werkzeugkiste, war nämlich zuerst nichts drinnen. Nee, das ist über der Munitionskiste. Nee, Quatsch, über der Supply-Kiste mit dem Explosion. Da ist noch Krempel drin. So, ich hab mal. So. Warum ist die Tür lockt? Ich komme aus der Tür nicht raus. Oh je, wer hat die Tür gelockt? Ich hoffe mal, derjenige oder da, der die Tür gelockt hat. Jo. Okay. Komisch, auf einmal ist sie wieder offen. Wie konnte das nur passieren? Das ist ja seltsam, also hier passieren merkwürdige Sachen. Magie. So, warte. Ja, jetzt ist er drauf, jetzt können wir wieder abschließen. Wo ist da? Da ist nix. Wo war denn hier eigentlich? Hast du jetzt alles Essen eingesammelt? Das Essen ist jetzt oben in der Essenskiste. Ich habe alles reingelegt. Kann sich hier jetzt bedienen. Ich mache mir jetzt erstmal fix auf die Suche. Habt ihr eigentlich ein Wasserloch entdeckt gehabt? Mal so die Frage. Irgendwo hatten wir Wasser gefunden, ja? Irgendwo, ja, aber. Jetzt. Ist da noch was? Dann laufe ich mal nach Westen. Aber wo war das mit den Werkzeugen? Wo angeblich welche sein sollten? Über den Explosions. Da sind Werkzeuge drin. Also die komische Explosionskiste. Drüber in der Einzel. Na gut. Bei der Sortiermethode findet man natürlich nichts. Wenn man eine Werkzeugkiste hat, dann liegt Karte, über die Explosionen. Ja, Mit fängt kein Satz an, außer Ägypten ist toll und Mentala ist gut. Ja, richtig, genau. Ein Waypoint. Du hast einen Waypoint für was? Da ist noch ein Waypoint beim Wasser. Ah, okay. Das ist nur interessant geschrieben. Was steht denn da? Vasa. Vasa? Knäckebrot. Vasa. In Relation zu mir, in welche Richtung müsste ich laufen? Warte mal, ich muss dich gerade erstmal wiederfinden. Osten. Ach Mist, na super, bin ich voll falsch gelaufen. Aber ich habe ein Häuschen entdeckt. Ein Häuschen? Ein kleines, schnuckliges Häuschen, da schau ich doch mal rein, ob es da was gibt. Wo haben wir leere Gläser? Da haben wir leere Gläser. Und ganz viel Wasser drin, also das sollte nicht das Problem sein. Okay. Was ist das denn? Ich höre, da arbeitet wer. Irgendwer sein Mikro verstellt. Nö, Mikro nicht verstellt, nur den Sound wie immer über die Boxen. Ah ja. Was haben wir denn hier schon? Ja, deswegen was tun wir jetzt? Doppelt. Ja, ich höre nur einfach. Ja, ich meine, wir hören den eigenen Sound und seinen Sound, das habe ich gemeint. Achso. Ich bin froh sein, dass ihr nur den Sound vom Spiel hört. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet alles hören, auch eure Stimmen. Das wäre scheiße. Ja, das wäre nicht erträglich, glaube ich. Genau, ich mag meine Stimme nicht. Genau, da müssen wir uns einen neuen Mitspieler suchen. Alter! So. Tiefes Loch. So. Gucken wir mal. Nicht, dass hier gleich wieder der Boden zusammenstürzt, das hatten wir ja schon mal. Was zermatscht denn hier die ganze Zeit? Was ist denn das? Wo? Das ist der Bär hinter dir. Nein, nein, das ist ein Zombie und das matscht irgendwie ganz grausig, wie sich das anhört. Irgendwas? Wie gesagt, was brauchen wir jetzt eigentlich? Ich wollte mir jetzt ein bisschen Wasser holen. Okay, und sonst? Ansonsten Nahrung und Wasser, wenn wir haben.
Ich war ja dabei, dass ich den Bunker ein bisschen verstärke. Ach so, ja. Und ihr wolltet, glaube ich, einen Tunnel bauen. Wollten wir? Ich weiß es eben nicht mehr. Es war mal im Gespräch, dass ein Tunnel vom Häuschen zum Bunker gemacht wird. Ach so, ja, stimmt. Jetzt weiß ich nicht, hat da schon irgendeiner irgendwas angefangen? Wir haben ein Loch im Haus, das kennst du ja. Ja, ja, unsere Toilette, wo Putzi gewohnt hat. Ja. Genau. Hallo, du meinst mein Zwergenloch? Ja. Nicht Putzis Loch, das ist mein Loch. Ja, aber da hat Putzi gewohnt. Nein, da wurde er nur schändlich Dinge gezwungen, die er eigentlich nicht machen will. Von mir, hallo? Schrankdienst ist Schrankdienst, weißt du doch. Ja, ist auch wieder wahr. Hab ich den Krieger? Jawohl. So, mein Senior Hirsch. Oh. Och nö, was willst du denn hier? Geh weg. Für die habe ich keine Zeit, blöder Zombie. Ja, wirklich. Was das? Ich hoffe. So, dann schmeißen wir das mal weg. Nimm Leder mit. Leder ist gut. Ich höre da irgendwas abbauen. Das muss beim Bunker sein, wie sich das anhört. Ist ein Zombie. Nee, weil es metallisch abbauen klingt. Wer ist in meinem Bunker? Oder ist ein Zombie mit Werkzeug. Ein Zombie mit Werkzeug. Wildgeist. Nein. diesmal nicht ich. Diesmal nicht du? Dann, hey, hier liegt Blut auf dem Boden. Herr Isegrim. Bitte? Sind Sie in einem Bunker? Nein. Wer ist dann? Delfino, bist du bei mir in der Nähe? Nö, ich gehe gerade durch den Wald spazieren. Dann ist es komisch. Isegrim? Ja. Guck, Bart. Na, was guckst du denn? Weil das sieht aus, als wärst du in der Nähe vom Bunker. Na, ich bin nicht im Bunker, ich bin hinten im Garten. Boah. Ich wundere mich da so ein bisschen und dann, nö, das bin ich nicht. Ich habe nie bestritten, dass ich es nicht bin. Ich habe nur gesagt, ich bin nicht im Bunker. Boah, und irgendwie flackert bei mir das ganze Bild. Hell, dunkel, hell, dunkel. Nervt. Nerv? Ja, aber voll. Wenn du einen Bogen brauchst, ich habe ein paar Bögen drinne, auch an euch. Ich habe gelbe Bögen gecraftet, wenn ihr braucht. Oh, ich habe noch einen gelben. Ich habe noch einen gelben. Okay. Oh nein, Hirschi, bleib hier. Habe ich ihn jetzt? Ja, du blöder Hirsch. Saulackel-Elendiger. Jetzt versteckt er sich in einem Baum. Ich glaub's ja nicht. So. Ja, gut. Oh, es wird langsam wieder dunkel. Nee, noch. Ein bisschen anders. Das backt doch irgendwie. Bei mir ist das wechselt immer zwischen hell und dunkel. Das ist total nervig. Liegt das vielleicht, da gibt's doch diese komischen Shader-Einstellungen, ne? Dass ja. Das daran vielleicht liegt? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach das Spiel, was wieder scheiße ist. Könnte natürlich auch sein. Also ich habe das ganz selten mal, dass ich, wenn ich in bestimmte Regionen gucke, wo Lichter mit sind, dass das dann flackert. Das ist sowohl im Bunker als auch außerhalb des Bunkers, das ist überall. Müsstest du vielleicht, nee, über die Grafikoption glaube ich nicht, ne? Dass wir so ein Problem schon mal gehabt hätten. Nee, ich werde einfach das Spiel gleich nochmal neu starten. Boah. Aber jetzt werde ich erstmal gehen und Kartoffeln anpflanzen. Hat schon wieder einer meine Samen geklaut. Ja, und da waren auch oben welche in der Mülltonne und da dachte ich mir, die kannst du ja nicht verschwenden. Ja, die habe ich da oben reingelegt, weil ich wusste, irgendwann wird ein Gartenzwerg erscheinen. Und sich dessen bemächtigen. Ja, und aus der Kühlbox habe ich auch die zwei. Oder waren sie aus der Kiste? Ich weiß es gar nicht. Ist ja wurscht. Ja. Ah, wir brauchen für oben Fackeln. Okay.
Ich habe nämlich die Laterne abgebaut. Sicherheitsrisiko, Mann. Sicherheitsrisiko. Hey, die kann ich doch stacken, oder? Im Normalfall? Läuft. Die Laterne hat keine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben. Ah. Quasi als Sicherheitsrisiko zu klassifizieren. So, lass ihn noch hier. Das hier lass ihn noch da, das hier lass ihn noch da. So. Oh, ich kann mittlerweile grünes Zeug herstellen. Ja, Heide Witzka. Ach, Werkzeuge? Ja. Der Werkzeugmann, das hieß es wieder. Der hatte das beim letzten Patchen. Bei der letzten Aufnahme warst du nicht dabei, oder? Nee, deswegen ja. Dachte eigentlich, es gibt jemand, der dann schon mehr besseres Werkzeug herstellen kann. Hallo Delfino. Hallo. Hier, komm runter. Mhm. Oh, jetzt kommt der nächste. So. Ich wäre dafür, den permanenten Wohnsitz hierhin zu verlegen. Naja, mir ist das gleich. Ich habe den halt schon mal vorbereitet, ne? Mhm. Wer schießt denn da auf mich? Wildgeist, ich kann dich sehen. Das ist doch gelogen. So, genau, Wasserloch nach Osten, sagt er. Hast du da jetzt eine Mauer drumherum gezogen? Ja. Sicher, du müsstest das eigentlich bei den Waypoints auch noch sehen. Oh, warte mal. Waypoints? Shared Waypoints? Hä? Bei mir sind sie drin. Ja, du hast ihn wahrscheinlich abgespeichert. Ich habe den, glaube ich, das letzte Mal. Achso, warte. Wie ging das noch? Wenn du auf der Karte bist, hast du deine Waypoints und dann kannst du den anklicken und dann hast du oben bei den ganz vielen Männchen Share Waypoint und dann kannst du den mit allen teilen. Und dann hat jeder dann das Wasserloch. Basa! Map, zack. Und schon Map, remove. Safe Waypoint. So, da düse ich mal schnell. Haben wir noch leere Gläser oder kommt... Ach, du kommst mit. In dem, nee, ich habe jetzt keine mitgenommen. Ach so. Leere Gläser sind im Haus. Ah, okay. Ich habe 17 leere Gläser. Jo, aber dann könnte Delfino die vielleicht noch mitnehmen. Ich habe nämlich auch ein paar. Ich sammle zwischendurch einfach irgendwelchen Kram ein. Oder so. Dann mache ich erstmal das Wasser voll. Außer Delfino will nachkommen, ist natürlich auch noch möglich. Ey, da ist eine Straße. Oder zumindest was Ähnliches. Nee, das ist eine Straße. Ah, langsam. Mal schauen, wo bist du jetzt gerade? Wo rennst du jetzt hin? Zum Auto? Ja, zum Auto. Ich bin nach Osten gelaufen. Genau, ihr setzt die genau gelb-grün. Dann komme ich mal hinterher. Hast du einen Schraubenschlüssel, Wildgeist? Natürlich nicht. Oh, ich habe einen. Dann zerlegen wir das Ding mal. Vielleicht kriegen wir ja eine Autobatterie, wenn wir Glück haben. Oho. Ah, ich habe das Problem lösen können. Ah, sehr schön. Was hast du gemacht? Schatten waren irgendwie auf hoch eingestellt, obwohl ich sie nicht auf hoch eingestellt hatte. Und naja, jetzt sind sie es nicht mehr. Mhm. Sehr schön. So, und jetzt Hirsch, stirb. Also bis jetzt ist die Beute eher mau, sag ich mal. So, ich muss nur aufpassen, dass mein Schraubenschlüssel nicht kaputt geht. So, jetzt höre ich mal auf, weil der hat fast nichts mehr. Gut, dann weiter Richtung Osten. Wir brauchen eine Stadt. Wir brauchen eine Stadt. Definitiv. Willst du einkaufen? Oh, was ist das? Ein Häuschen? Bau ein Schießeisen. Mit Bogen taug ich nicht. Ich bin ganz beschissen mit dem Bogen. Tja. Dann werden wir dich beschützen, während du den Garten pflegst. Bis du ein Schießeisen hast. Am besten Hunting Rifle. Damit kann ich umgehen. Da waren wir schon. War schon jemand. Ja. Wann wurde es nochmal dunkel? 22. Na gut. Also müsste eigentlich dicker für den Rückweg noch reichen. Was sind wir denn? Wir sind erstmal Tag 3, also ja. Bis zum Blutmond hätten wir, glaube ich, noch ein bisschen. Da brauche ich auf jeden Fall ein Schießeisen. Warte mal, ich schau mal eben, ob ich irgendwo eine Stadt habe. Aber nee, aber 00 ist gar nicht so weit weg. Du müsstest einfach nur nach Süden laufen. Alleine? Mit dem Bogen?
Alter, ich hab dir gerade gesagt, ich bin ganz beschissen mit dem Bogen. Jetzt sind wir dran vorbeigerannt. Ja, wir könnten ja eine Expedition starten. Das for fun. Ja, aber das würde ich dann nicht am, in der Nacht machen. Also ja, diese Wasserphysik hier ist auch ultra realistisch. Wieso? Naja. Verstehe nicht, auch was du möchtest. Ich meine diese Löcher im Wasser. Ich sehe keine Löcher im Wasser. Bei mir hier am Rand werden sie angezeigt. Ach, das hier. Ja. Achso, warte mal. Der ist falsch, da muss ich hin. Jetzt, ja, jetzt sehe ich das. So. Auf was schießt du denn, Delfino? Wo bist du überhaupt? Auf dem Hirsch. Okay, ich habe Delfino aus den Augen verloren. Wer ist da drüben? Der Hirsch ist tot. Ah, der ist tot. Hast du ein Messer? Ansonsten, ich habe eins. Wenn du ein gescheites hast. Ich habe ein Hunting Knife. Aber ich habe nur dieses billige Selbstmordknochenmesser, genau. So, wo bist du denn? Da drüben. Du müsstest mich eigentlich sehen. Seh ich. Da liegt mach da ein Feuer. Uah. Ja genau, mach eine Fackel an. So, ja, schönen guten Tag, Herr Hirsch. Ich bin da gerade Shadows Nahrungsvorräte. Was? Ja, ich bin am Verhungern. Mal ernsthaft, wer versteckt denn sein Essen im Kühlschrank? Wer macht denn sowas? Ich hab das Essen nicht versteckt, prinzipiell. Aber den Kleber auch im Kühlschrank stellen, in der Hoffnung, dass ihn jemand isst, oder? Ja, und Alkohol, dass ich hoffe, dass er betrunken ist, bis ich wiederkomme. Da kann ich ihn looten. Ach, kommt der schon, ja. Nur ein Zombie. Wer lebt hier noch? Was lebt noch? Gute Nacht, Mr. Zombie. So, na, wir könnten eigentlich in der Nacht so einen kleinen Ausflug zum Häuschen machen und eine Grundausstattung im Haus lassen und vielleicht irgendwie wichtige Sachen holen. Weiß ja nicht, was wir da so im Haus noch alles an wichtigen Sachen haben. Metall, Essen, Kohle. Weil das Werkzeug würde ich da lassen, weil ich kann, wie gesagt, Besseres herstellen. Boah. Eigentlich dann eben so indirekt eigentlich überflüssig. Geist, hast du mich gerade beschossen? Nein, ich habe auf die Leiche geschossen. Auf die tote Leiche. Ah. Auf die tote Leiche. Gibt's denn lebendige? Ja, tote Leiche, interessant. Ja, guck dich mal um. Ich sehe Bäume. Na, wenn du lang genug suchst, findest du auch eine lebendige Leiche. So, ich habe leider keine Autobatterie mit. Tja. Sonst hätten wir uns einen schönen Scheinwerfer machen können. Ich habe einen gemacht. Ein Scheinwerfer? Ja, steht schon auf der Mauer. Das ist gut. Kann man nachts wenigstens ein bisschen sehen. Ja, ich bin zwar gerade im Moment für nicht viel Nutze, außer fürs Basteln, weil solange ich kein Schießeisen habe, bin ich aufgeschmissen. Ich spiele erst mit, wenn ich schießen darf. Nee, ich spiele schon mit, aber ich bin halt alleine, bin ich aufgeschmissen. Aha. Da ist noch Blei drin. Oh, Vorsicht. Zombie. Axt. Axt, den Kopf tut auch weh. Auf jeden Fall. Hab ich auch mal gehört. Wir müssen unsere Skills steigern. Das machst du... Ach nee, das... Das doch, ist das der Bunker, da drüben ist das Haus. Ja, ich bin voll. Ich muss erst den Bunker und abladen. Warum bist du voll? Naja, ich habe hier Essen, also das Fleisch, Leder, Knochen, Fett, eine Birne, also eine Glühbirne, ein bisschen Öl und das Zeug aus dem Auto. Habe ich den Hirsch gerade mit zwei Pfeilen getötet? Hättest du dich hingekniet, hättest du nur einen gebraucht. Apropos Pfeile, habt ihr denn genug Munition, Freunde? 40. Noch, ja. Moment, ich schau mal. Ich habe noch 141. So, dann bräuchte der Wildgeist, du hast Federn, oder? Federn und Zeug? Hab ich. Ich hab genug Munition. Okay. Na, 40 Schuss hört sich nicht nach reichlich an.
Ich hab 167. Pedro, selbst wenn ich 300 Schuss hätte, so wie ich mit dem Bogen schieße, ist das auch nicht ausreichend. Naja, du musst mir halt dann die Pfeile zuwerfen. Da bist du mein Köcher. Ja. Gut, Robin Hood. Oh, halt. Ach, du bist's. Nimm mal bitte die Samen mit. Die Samen? Hallo, Samen. Blaubeersamen. Jupp, habe ich. So, warte mal, da hinten war ein Hirsch. So, ah, warte, ich sehe ihn. Ah, Hirsch. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hm, ich sehe ihn gerade nicht. Ah, er ist umgefallen. Ist er tot? Jo. Ein Pfeil hat genügt. Sondern haben wir wenigstens wieder mehr Fleischvorräte. Ich weiß ja nicht, wie viel Fleisch war im Haus. Ich meine, ich gehe gleich mal gucken. Ich merke gerade, ich habe 38 rohes Fleisch noch eingesteckt vom letzten Mal. Ah, okay. Dann können wir das jetzt mit deinem Fleisch haben wir dann doch einiges. Ja, ich habe nochmal 14 und ich glaube, ich habe noch um die 40 gebratenes Fleisch im Kühlschrank. Nein, waren nur 23. Ah, okay. Du hast noch 14 oder 15, hast du noch Euro. Ja, naja, das macht zumindest mal einen ganzen Abend voll, dass wir mal eine Zeit lang von leben können. Mhm. Ein Schießeisen. Gib ein Schießeisen. Am nächsten Tag, lieber Isegrim, darfst du in die Stadt gehen und darfst shoppen. Genau, Wee. Alleine. Nein. Doch. Dann finde ich ein Schießeisen, hab keine Munition und geh drauf. Super. Ja, oder du schießt das zweimal Risiko. Und es ist kaputt. Ja, oder das. Das wäre auch doof. Nee, du bist ein Held. Du brauchst nur einen Kugelschreiber. Und ein Stück Kaugummipapier, das darf man nicht vergessen. Daraus mache ich eine Spirale, Mann. Aus dem Kugelschreiber? Ja, Kugelschreibermine und ein Kaugummi. Ah, und dann hast du schon mal einen Cruise Missile. Oder das, ja. So. Guten Tag. Oh je, ich muss das Spiel wieder neu starten. Oh je. Was hast du denn jetzt schon wieder aufgehört? Nee, Grafikoptionen geändert und ja. Jetzt geht gar nichts mehr. Nein, dann sehen alle aus wie Aliens, wie abgefuckte Heisenberg-Experimente, Mann. Alle sehen aus, als hätten sie so einen Doppler-Effekt-Anzug an. Oh yeah. Das wäre cool für die Zuschauer zum Sehen. Da ich aber nicht aufnehme, ist das ja irrelevant. So, ich brate jetzt erstmal, koche jetzt erstmal Wasser ab. Und dann machen wir ein bisschen gegrilltes Fleisch. So, Ofen ist frei. Mhm. So, hier habe ich nochmal zwei Dosen. Die Dosen werden wir dann auf unserer kleinen Expedition brauchen. Das da. So, warte. Ach, hier habe ich den Kleber. Ich glaub, ja. Das war ein Scherz mit dem Kleber. Nee, da ist wirklich Kleber drin. So, dann packen wir hier mal so ziemlich alles rein. Ja, wenn der Herr Isegrim grüne Äxte kann, dann würde ich dann im Verlaufe gerne eine grüne Axt haben und eine grüne Spitzhacke. Auch eine grüne Schaufel? Nee. Was war das? Schreit wer? Kreischer. Ab nach oben. Vergiss nicht, du hast nur einen Bogen. Nee, egal, die Schlampe gehört mir. Du gehst in den Garten. Ich schau hinten rum. Ah, da ist er. Ich kann keine Leiter mehr klettern. Ich bin zu blöd dazu. Nur noch eins zur Sicherheit. Ist was gespawnt? Nö, ich sehe nichts. Nö. Okay. Alles ruhig. Ah, da ist der Scheinwerfer. Ja. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Weil die Wand hier ist noch nicht dafür ausgelegt, große Massen abzuhalten. Ach Quatsch, ist doch alles cool. Genau. So, der Wildgeist ist noch an der Butze, oder? Wo's? Wo's? Der ist wahrscheinlich schon irgendwo in der Stadt und hat die leer gelootet. Wahrscheinlich. Nee, ich bin gerade wieder im Haus. Mhm.
Oh, ich habe doch, glaube ich, irgendwo habe ich ein paar Steine hingeworfen. Hier in der Kiste sind Steine. Ah, jetzt ja. So, weil da mache ich noch ein paar Pfeile. Da habe ich nämlich welche oben mit reingeworfen. Wo hast denn du die guten Bögen versteckt? Die sind im Nebenraum. Links in dem einen Ding hier. Warte, hier. Ja. Nein. Wo bist du? Hier, wo bist du denn? Hier rechts von der Küche, ne? Achso, der andere Nebenraum. Ja, genau, der kleine. Sagen wir, das hier ist. Jetzt bist du in der Toilette. Entscheid dich mal. Sag das doch hier? Einfach das Vorratslager. Oh. Das ist immer unser Vorratslager. Der Shadow. Ja, dann halt hier im Vorratslager. So, jetzt weiß ich, was du meinst. So. Das Wasser packen wir mal hier mit rein. Können wir gleich mal eins trinken und vielleicht was essen. Wildgeist, wenn du ins Haus rüber gehst, kannst du mir den Kaffee und den Mais mitbringen? Ich sehe hier keinen Kaffee. Du bist schon wieder zurück. Da ist kein Kaffee. Da waren die welche. Doch, da ist Kaffee. Ich hab's nicht vorhin gesehen. Er hat ihn ausgesoffen. Nein, die Kaffeebohnen. Die zu trinken. Braucht die Kaffeebohnen. Ja, dafür muss ich dann nachher auch nochmal rüber. Ich muss die Ernte einfahren. Ja, alte Gartenzwerg. Ja? Ich könnte dir eigentlich eine fast kaum kaputte Pistole in die Kiste hier legen. Fast kaum kaputt? Ja, sie schießt halt nicht mehr. Ja, so wie die drüben aus dem Haus. Ah. Mir fehlt nur noch das Rohr für der Lauf für eine Hunting Rifle, dann könnte ich die fertig zusammenbauen. Weil bis auf den Lauf ist alles da. Hast du gelernt? Kannst du schon? Ja, kann ich schon. Sehr fein. Habe ich vorhin festgestellt, dass ich das kann. So, lass mal gucken. Also wir müssten, ich setze mal ungefähr bei der 0-0. Ja, komm, lecker. Hat jemand von euch Clove? Ja, warte mal, brauchen wir. Wir haben hier eine Hunting Rifle. Ja, aber die ist noch nicht fertig. Ach so. So, Safe Waypoint. Dann mache ich jetzt hier das hier und dann gebe ich da einfach mal 1-0-0. Na, Lauf fehlt noch. Gut, ja, die meintest du. So, Share Waypoint mit allen. So, jetzt habe ich euch mal den Waypoint für die 0-0. Stadt geteilt. Und Wildgeist, bring mal bitte die 9 mm. Bring mal alles an Munition mit, was da ist. 9 mm am besten. Ich schau auch nochmal schnell rüber zum Städtchen oder ist zum Städtchen, sag ich, zum Häuschen oder hast du alles mit? Hallo? Ja. Feueraxt, wo bist du? Vor der Tür, ich komm nochmal. Ja. So. So, einmal. Ups. Feueraxt liegt. Hat da. Pickaxe liegt. Hat da. So, Delfino. Ich hab mich im Haus bedient. Aber gib her. Aufsammeln. Kannst aufsammeln. Ich nehme alles. So, ja. So, Wildgeist nochmal? Was? Genau, er hat gerade geschlafen, weggenickt. Ist jetzt beim Häuschen noch irgendwas, was wir holen müssen, oder ist alles gut? Ganz viele Steine, ganz viel Holz, ganz viel Lehm, ganz viel Kohle, ja, Natriumpowder, Nitrat. Ein bisschen was nehmen wir mit, aber so eine Grundausstattung lassen wir drüben, falls wir uns doch zurückziehen müssen. Kann jemand von euch Pistolen reparieren? Wir haben keine Repair-Kits, glaube ich. Ich habe 2 gemacht, aber ich kann sie nicht reparieren, weil ich keine Pistolen machen kann. Also, was bist du denn? Ein kleines Schweinchen. Da. Ich müsste es versuchen. Ja, liegt alles in der Kiste, wo du die Pistole reingelegt hattest. Wie gesagt, mit der Pistole bin ich nützlicher als mit dem Bogen. Ah ja. Ja, ist wirklich so. Bogen bin ich miserabel. Ist das unser Haus hier? Bin einfach kein Robin Hood. Tja. Wo ist jetzt der? Da ist der Hirsch. So.
Nein, nein. Nee, das ist nicht mit. Unser Haus. Glaub, das schaffe ich erstmal nicht, bis dunkel wird, oder? Naja, halbe Stunde. Nicht einmal 20 Minuten. Wenn wir um 22 Uhr rennen. Tja, dann flinke Beine, Wildgeist. Ja, ich versuch's mal. Und wenn ich sterbe, dann ist der ganze Kampf verloren. Shadow, habt ihr das Haus markiert? Oder? Ah, nee, warte. Jetzt habe ich's markiert. Ich hab's noch auf der Karte. Ich müsste da nach Nordost. Dann klatsche ich mit dem Wildgeist unterwegs mal kurz ab und dann geht's weiter. Meine Ausdauer ist nicht gerade die beste, wenn ich die mal angucke. Die geht relativ rapide runter. Ist wohl kein Läufer, mein Typ. Ist wohl eher der Kämpfer. Na, ja, da war ein Zombie. Kann durchaus sein. Wir brauchen einfach Kaffee. Das ist unser Problem. Wir haben keinen Kaffee. Hör auf immer zu sagen, dass wir keinen Kaffee hätten. Sag nicht sowas Schreckliches, du Monster! Also ich hab Kaffee hier in realen. Ich auch, hab ich mir gekauft. Wollte ich mir eigentlich noch einen machen, bevor wir anfangen zu spielen. Aber jetzt vegetiert der in seiner Dose vor sich hin. Oh, ich kann Kartoffeln einsammeln. Dann sammel alles ein, was geht, weil Hälfte wieder Samen, der Rest wird gegessen. So. Aber ich gehe jetzt hier erstmal. Gut, dass der Wildgeist nicht abgeschlossen hat. Ach, verdammt. So. Das rohe Fleisch lege ich erstmal rein. Das sieht nach einem Bunkerhaus aus. Ich glaube, ich schieße da mal drauf. Ja, du bist. Ich höre dich schon. So, was kann man denn Tür hier? Ist offen. Das hier kann man... Du hast noch eine Minute. Tür ist zu. Abgesperrt. Donk, 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 donk. Lass mich rein. Nö. Jetzt bin ich verwirrt. Er schießt da schon wieder. Das nehmen wir mit. Das da. Wildgeist schießt. Nein, diesmal nicht. Ich hab schon mein Essen mitgenommen. Ich hab das Wasser mitgenommen. Munition. Er hat mich quasi ohne Essen hier liegen lassen. Mir war nicht bewusst, dass du gleich zurückrennst. Ja, alles gut, alles gut. Zur Not mache ich mir einfach eine Kartoffel. Die Munition hast du mitgenommen, oder? Geringfügig. Guter Mann, gut. Wo kommt die Munition hin? Die packst du in die Kiste. Hier. Neben dem Kühlschrank. Oder neben dem Kühlschrank. Das ist Munition. Nö, da kommt die Munition hin, weil da die Waffe ist. Wie Schuss haben wir eigentlich? Ein bisschen. Guck mal. 32 Schuss für die 9mm. Okay. Ja, wird Zeit, dass wir die Rezepte finden. So, ich hab hier auch noch... Wo haben wir's denn? So, da oben drüber schmeiß ich mir Kaffeebohnen und Mais rein. Super. Jetzt habe ich natürlich keinen Schlafsack mitgenommen. Scheiße. Ja, irgendwo müsste, glaube ich, Stoff sein, oder? Stimmt, Schlafsack. Mein Schlafsack ist im Haus drin noch. Ich bringe mal 156 Stoff mit. Da kann sich dann jeder schön Schlafsack und so machen. Wir brauchen dringend Fackeln. Das heißt, jemand müsste die Kohle mitbringen. Mach ich. Super. Aber dann können wir Fackeln machen. Dusch da oben. Alles im Dusch Bereich des Machbares. Ah, Dusch da. Wir sind übrigens bei 34 Minuten. Ach du meine Güte. Dann sind wir ja voll am Ende einer Folge, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.